Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. Okinawa Schwertschwanzmolche, das sind ziemlich besondere Molche eigentlich, sind meine persönlichen Lieblinge. Sie kommen aus Japan, wie der Name schon vermuten lässt, und sie gehören zu den Feuerbauchmolchen. Also wenn man sie von unten sieht, dann kann man das auch ganz gut erkennen. Sie haben eine ganz typische Färbung, orange bis rötlich, unten am Bauch mit einer schwarzen Fleckung. Das haben alle Vertreter dieser Gattung. Und diese Molche sind bei uns Vertreter der sogenannten Schwanzlurche. Also es gibt drei verschiedene Gruppen von Amphibien. Zum einen eben diese Schwanzlurche, man kennt das von den einheimischen Salamandern und Molchen. Dann gibt es die sogenannten Froschlurche, wer dazu gehört, ist relativ klar. Alle Frösche, alle Kröten und alle Unken. Und dann gibt es noch die Wühlen. Wühlen sind Amphibien oder Tiere, die man nicht direkt als Amphibium erkennen würde. Die sehen eher aus wie ein dicker, fetter Regenwurm. Aber eben diese drei Gruppen, die halten wir auch hier. Und mit den Okinawa-Schwerschwanzmolchen haben wir eine ziemlich gute Truppe. Wir haben jetzt hier im Moment 9 Tiere, zum Teil schon ausgewachsene Tiere, zum Teil noch etwas junge Tiere. Die kamen aus dem Zoo in Chemnitz zu uns und sind sehr stark bedroht. Die Molche sind typische Vertreter der asiatischen, relativ viel aquatisch lebenden Molche. Das heißt, man unterscheidet zwischen Molchen, die hauptsächlich im Wasser leben. Das kennen wir von unseren einheimischen Kammmolchen oder Teichmolchen. Und dann gibt es Salamander oder Schwanzlurche, die eben eher an Land leben. Zum Beispiel unser Feuersalamander bei uns in Deutschland. Und bei dieser Art hier handelt es sich um eher aquatisch lebende Tiere. Die kommen ganz selten mal an Land. Und von daher bietet es sich hier hervorragend an, sie bei uns im Aquarienhaus zu halten. Das Schöne an denen ist auch, dass sie relativ klein bleiben, also maximal 15 cm sollen diese Tiere lang werden. Gelegentlich ist mal auch einer dabei, der ein bisschen größer ist, das ist wie bei uns ja auch. Aber bei denen ist es so, dass sie grundsätzlich etwas kleiner bleiben, schön handlich kompakt sind und es sind einige der wenigen Schwanzlurche, die nicht aus dem Kaltwasser kommen. Viele kommen eher aus kühleren Bächen. Bei denen ist es so, dass die aus Bächen oder Tümpeln kommen, die durch vulkanische Aktivität erwärmt werden. Das heißt, mit tropischem Wasser kommen sie sehr gut klar. Abgesehen davon, das Verbreitungsgebiet dieser Unterart auf Okinawa ist ja eher ein tropisches Klima gewohnt. Das bringt für diese Tiere hier auch einen netten Vorteil gegenüber der anderen Fauna in den kühleren Gewässern. Die Amphibien auf unserer Welt kämpfen im Moment sehr stark mit einer großen Bedrohung, dem sogenannten Chytridpilz. Der kommt einmal froschlurchmäßig daher und einmal schwanzlurchmäßig. Die Froschlurche, die haben weltweit ein großes Problem. Dieser Pilz befällt die Haut und kommt eigentlich aus Afrika. Und da man weltweit den afrikanischen Krallenfrosch genutzt hat, um Schwangerschaftstests zu machen, damals, als es noch kein Stäbchen zum Draufpinkeln gab, hat man den Frosch genommen. Und der ist weltweit also verbreitet worden und somit auch sein Pilz. Die Tiere in Afrika haben sich natürlich im Laufe der Jahrtausende daran gewöhnt. Die heimischen Frösche hier bei uns zum Beispiel nicht. Die sind erst in der Neuzeit damit in Berührung gekommen und haben jetzt große Probleme. Das Gleiche gilt auch für die Schwanzlurche. Da gibt es auch einen Pilz, den nennt man den Salamanderfresser. Der kommt eigentlich aus Asien und typische Träger dieses Pilzes sind die Okinawa-Schwertschwanzmolche. Aber die haben kein Problem damit, denn in den warmen Gewässern kann der Pilz sich nicht wirklich gut ausbreiten. In kühleren Gewässern hingegen ist er wirklich sehr stark.
Das heißt, Tiere aus kühlen Bächen, kühlen Teichen, die haben da große Probleme mit. Und das beste Beispiel ist unser einheimischer Feuersalamander. In den letzten Jahren ist der Bestand lokal um 95% gesunken. Die Niederlande hatten zum Beispiel in den letzten 10 Jahren Bestandsrückstände von 96% der heimischen Feuersalamander feststellen müssen. Im letzten Jahr, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, ist es nicht weit von uns in Essen dazu gekommen, dass ein Massensterben der Feuersalamander stattfand. Grund dafür ist dieser Pilz eben. Dazu kommt dann noch die Umweltverschmutzung, die Denaturierung der Gewässer dort, die Urbanmachung des Lebensraumes. Und wenn dann noch dieser Pilz einfach mit oben drauf kommt, dann haben die Tiere kaum noch Chancen. Trotzdem, obwohl diese Tiere hier so gut mit diesem Pilz klarkommen, sind sie stark bedroht. Der Okinawa Schwertschwanzmolch gehört zu den stark bedrohten Tieren. Grund dafür ist dann nicht der Pilz, aber eben wie bei den anderen Tieren auch der Rückgang des Lebensraumes, die Verschmutzung des Lebensraumes und der Gewässer. Also diese Tiere sind relativ empfindlich auf zum Beispiel zu hohe Nitratwerte. Nitrat, das hat vielleicht der eine oder andere schon gehört, haben wir gerne auch mal im Grundwasser. Gerade wir in Deutschland können uns da nicht gerade mit schmücken, die niedrigsten Nitratwerte zu haben. Das heißt, wenn man diese Tiere hält, muss man natürlich sehr auf eine gute Wasserqualität achten, auf eine möglichst keimarme Wasserqualität und nitratarme Wasserqualität. Das heißt, diese Haltung ist jetzt nicht super einfach, wie es vielleicht von anderen Molchen bekannt ist. Aber der Vorteil ist eben, dass sie im tropischen Wasser wunderbar klarkommen. Also sie bieten sich eigentlich auch für Privatleute zum Beispiel an, die dann mit der Zucht dieser Tiere auch was für den Artenschutz tun können. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare, vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.